So, hallo und servus, willkommen zu Dates and Releases. Ich bin der Felix, aber das wisst ihr hoffentlich, weil wenn nicht, dann guckt ihr Amas Metal nicht oft genug oder hier beim Sivi nicht oft genug rein. Ich stelle euch wieder einmal die Releases vor, die jetzt ganz frisch im Oktober herausgekommen sind und ja, was soll ich sagen? Erstmal einen tiefen Schluck hier aus dem Gläslein nehmen. Warum? Ganz einfach. Es ist unheimlich viel. Richtig, richtig viel. Auf meiner Liste sind 24 Sachen. Die werden jetzt einmal zack durchgerattert. Hier seht ihr gleich das Bildchen davon, jeweils immer vom Cover. Vielleicht ist auch mal der ein oder andere Release diesmal nicht dabei, weil die ursprüngliche Liste ist ewig, ewig lang gewesen. Und 24 sind schon genügend. Wenn euch irgendetwas fehlt, dann schreibt es auf jeden Fall hier bei uns in die Kommentare. Und ich würde sagen, Brille gerade gerückt und los geht's, nämlich mit dem 1.10. Am 1.10. kam von K.K. Priest das Album heraus, Sermons of the Sinner. Wer K.K. nicht kennt, Priest, könnte schon was zusammenhängen. Ex-Judas Priest-Gitarrist, der K.K. Downing. Ja, Heavy Metal erinnert natürlich ein bisschen an Judas Priest, aber hier The Ripper Owens ist auch der Sänger. Hört mal rein, vielleicht ist es ja auch was für euch, wenn ihr Judas Priest mögt. Dann, ebenfalls 1.10. eine alte Rockband, Yes, mit einem neuen Album. Das da heißt The Quest und schönes buntes Cover. Dann eine Band, die ihr hier von Darkshifter womöglich kennt, nämlich Alchemist. Die haben ihr neues Album, beziehungsweise ihr Debütalbum, wenn ich mich gerade nicht täusche, herausgebracht. Am 1.10. The Mirror Within. Wenn ihr euch fragt, was für ein Genre das ist, na, das ist so im Metalcore, Newcore-Bereich. Hört mal rein, unheimlich spannend. Erinnert ein bisschen an Ginger. Und, ja, sie und ich haben auch schon mal auf die Band reagiert. Und auch jetzt eine neue Reaction. Ja, ganz frisch da, hört mal rein. Dann auch eine Band, die ihr von den Reactions vielleicht oder von Reviews her vielleicht kennt von Sivi und mir. Chestress. Die haben nämlich ihre Debüt-EP herausgebracht, The Harrow. Ja, das sind wir auch im Modern Metal, Modern Metalcore Bereich. Ebenfalls 1.10. Dann, ja, irgendwie Metalcore, wir bleiben dabei, Asking Alexandria, haben auch ein neues Album herausgebracht mit dem Titel See What's on the Inside. 1.10. Bleiben wir mal dabei. Dann geht's in Richtung Industrial Metal am 1.10. Und zwar die Band Ministry haben ein neues Album herausgebracht mit dem Titel Moral Hygiene. Dann einmal scrollen auf meiner Liste. 8.10. sind wir jetzt angelangt und da haben wir als allererstes die Band Reaper's Revenge. Ja, schöne Heavy Metal Band. Kann man mal reinhören, hört gerne mal rein und vor allem jetzt auch in das neue Album Versus. Dann eine Band, die man nicht weiter vorstellen muss von Genre und sonstigem. Trivium haben ihr neues Album herausgebracht mit dem Titel In the Court of the Dragon, ebenfalls 8.10. Dann springen wir zum einzigsten Release auf meiner Liste, der da am 15.10. war, nämlich die Band Hate mit dem Album Rugia. Hate, das geht so in die ja, Black and Death Metal Richtung. Eigentlich ziemlich coole Sache. Wenn das Genre was für euch ist, dann hört man bei Hate rein. Wir springen, hoje, jetzt wird die Liste länger, der 22.10. Und ja, was soll ich sagen, die Band 1914 haben ihr neues Album herausgebracht mit dem Titel Where Fear and Weapons Meet. Ja, Black and Death, Doom Metal, richtig geiles Ding, 1914, kann ich nur empfehlen. Aber ich bin nicht für Empfehlungen, ich bin auch dafür da, weiter vorzulesen. Blood Red Hourglass ist nämlich die nächste Band am 22.10. Melodic Death Metal und ja, das Album heißt Your Highness. Cradle of Filth, ja, Extreme Metal. Da haben wir auch ein neues Album mit dem Titel Existence is Futile. Weg vom Extreme Metal gehen wir in den Progressive Metal rein. Und zwar eine Band, die so ziemlich da ein großes Banner trägt, würde ich mal behaupten. Dream Theater bringen nämlich auch ihr neues Album heraus und haben herausgebracht
Das da heißt A View from the Top of the World, 22.10. Dann, ja, wird's wieder härter, Death Metal, die Band Massacre, haben ebenfalls ein neues Album herausgebracht mit dem Titel Resurgence. Von Death Metal geht es weiter zum Heavy Metal, nämlich Udo oder Udo, je nachdem, wie man es auch immer aussprechen mag. Hier klassischer Heavy Metal aus Deutschland mit dem neuen Album Game Over. Und wir bleiben im deutschen Bereich, nämlich Waldgeflüster. Ja, da sind wir schon mal wieder im Black Metal Bereich. Haben wir ein neues Album draußen, nämlich Da Horn. Nun kommen wir zu guter Letzt zum 29.10. Und den Anfang beim 29.10. macht Beast in Black, ja, Power Metal, was soll man anderes dazu sagen, das neue Album Dark Connection. Dann als nächstes habe ich die Band Betontod. Ja, das ist eher so die Rock-Punk-Richtung oder Punk-Rock-Richtung. Park per Sempre heißt das neue Album. Wie gesagt, wir bleiben beim 29.10. Das Datum verlassen wir jetzt auch nicht mehr, auch wenn ich es noch ein paar Mal nennen werde. Dann die Band Lucifer, ja, Heavy Rock, Doom Metal, Doom Rock, ja, Heavy Metal. Schwer, die so richtig zu beschreiben, aber ich würde sie eher in Heavy Metal einordnen sozusagen und in Hard Rock. Lucifer 4 heißt das neue Album. Ich schätze mal das vierte Album. Das habe ich tatsächlich nicht nachgeschaut. Dann, vorhin hatten wir ein bisschen Progressive Metal. Wir bleiben jetzt wieder kurz mal dabei stehen beim Progressive Metal, nämlich Mastodon mit ihrem neuen Album Hushed and Grim. Dann, ja, Heavy Metal, vielleicht ein bisschen piratenaffin, sagen wir es mal so. Running Wild haben ihr neues Album raus, das da heißt Blood on Blood. Dann eine, ja, Black Death Metal Band, ziemlich in melodischen Anteilen, Tulkantra. Empfehlung von mir persönlich. A Dying Wish heißt das Album, kommt am 29.10. heraus. Dann gehen wir in den Deathcore. Und Deathcore, selten, dass da sowas auf meiner Liste landet, weil ich mich einfach nicht auskenne. Aber Whitechapel sollte jedem ein Begriff sein. Und das neue Album kommt heraus, das da heißt Kin. Und die letzte Band auf meiner Liste hier, da sind wir dann im eher folkigen Rockbereich, beziehungsweise schön mit einer Violine dabei, nämlich Die Letzte Instanz mit ihrem neuen Album Ehrenwort. Und damit beschließe ich sozusagen den 29.10. Ich hoffe, für euch war was dabei, auch bei so einer langen Liste. Da könnte definitiv was dabei sein. Und wenn ihr was vermisst, wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Würde mich brennend interessieren. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, macht's gut, ciao und bis zum nächsten Mal bei Dates and Releases oder bei einer Review, wer weiß. Oder bei unserem Podcast. Podcast Metalnet. Tschaußen.